Eltern kommen von der Papenburger Straße aus dem Hansaviertel. Ja, und bin seit 2,5 Jahren bei Platanbau. Hallo, ich bin Elmar Möllers, komme auch aus dem Hansaviertel. Bin seit Anfang letzten Jahres bei Platanpower. Kennengelernt habe ich die auf der 1. Mai-Demo und dann habe ich gefragt, ob sie sich nur für Platanen einsetzen. Da haben sie Nein gesagt und dann bin ich zum nächsten Treffen hingegangen. Gegründet im Februar 2018, als die Platanen auf dem Hansaring bis zur Osmerstraße gefällt werden sollten. Durch eine Demo, die eine Kollegin aus dem Viertel organisiert hatte, haben danach versucht, die zu verteidigen, dass die Bäume nicht gefällt wurden und haben durchgesetzt, dass zwar ein paar gefällt worden sind, aber 16 konnten gerettet werden. Und seitdem kümmern wir uns eigentlich um Dinge im Viertel, also was Natur angeht, Wohnen, Verkehr. Also wir haben den erlebt als so einen Konflikt, wo wir uns erst so als so eine nicht beachtete Gruppe empfunden haben, weil wir haben alles versucht, haben auch Lösungsvorschläge aufgezeigt, aber die wurden einfach nicht akzeptiert, von den Stadtwerken nicht, von der Verwaltung noch, von der Politik nicht. Und sie haben es eigentlich unserer Meinung nach auch gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt. Wir haben im späteren Verlauf die weitere Fällung retten können, aber das Erlebnis an sich war für uns sehr deprimierend, aber hat uns eigentlich zusammengeschweißt, um auch für weitere Aktionen zusammenzubleiben. Man sieht es ja, als Initiative sind wir hier unterwegs schon seit 2,5 Jahren. Also auch danach hat sich eine Gruppe gebildet, die sagt, okay, wir wollen uns über Dinge in unserem Viertel, für Dinge in unserem Viertel weit engagieren. Ja, heute ist die Situation so, dass, sage ich mal, 98% der Leute das ablehnen hier im Viertel. Sie wollen einfach keinen neuen Hafenmarkt, wie auch immer der benannt wird. Es ist im vollen Gange, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Unsere 8-Parteien-Mietshaus soll umgewandelt werden in Eigentumswohnungen. Und uns ist gesagt worden vom Eigentümer, dass er vorhat, alles erstmal zu entmieten. Dem neuen Oberbürgermeister Herr Leber würde ich gerne auf dem Weg mitgeben, dass das Projekt Hafenmarkt gestoppt wird, weil es definitiv keinen Sinn macht, dass die Gentrifizierung auch gestoppt wird und dass hier alles sozialverträglich vonstatten geht. Im Augenblick haben wir gerade eine Ruhephase, weil wir sehr viele Projekte hatten. Wir haben beim Parkin Day letzte Woche teilgenommen. Wir haben eine Baumwässerungsaktion noch mal in der letzten Woche gemacht, einfach um darauf hinzuweisen, dass wir die Bäume gerettet haben, aber sie sollen nicht verdurstet werden. Und das bezieht sich nicht nur auf Wassercontainer, sondern dass es einfach Schritte dahin geben muss, dass wir mehr Umweltaspekte auch in der Stadtpolitik beachten. Also, dass wir mehr auf Klimaschutz eingehen, den Verkehr reduzieren. Das sind die wichtigen Dinge, in denen wir im Augenblick arbeiten. Bei uns kann man mitmachen, relativ unkompliziert. Man kommt zu einem unserer Treffen vorbei, einfach, die halt auch zum Beispiel am Rewe im Schaukasten aushängen. Alle 14 Tage treffen wir uns. Man kann auf Instagram, auf Facebook uns finden. Ja, relativ komplikationslos, einfach mal vorbeikommen.